Hallo zusammen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich weiß, dass Ihnen und mir schon die Kehle dürstet, deswegen möchte ich mich einigermaßen kurz halten. Ich möchte ein paar Gedanken zur Abwägung von Sicherheit und Freiheit in der Bundesrepublik verlieren. Von konservativen Vertretern wird in den vergangenen Jahren häufig die These geäußert, Sicherheit sei ein zentrales Grundrecht, welches vor alle anderen Grundrechte gestellt werden müsse. Tatsächlich wägen wir in sehr vielen Bereichen zwischen Freiheit und Sicherheit ab und schränken die Sicherheit zugunsten der Freiheit stark ein. Im Straßenverkehr der Bundesrepublik Deutschland sterben jährlich über 3000 Menschen, im letzten Jahr ungefähr 4000. Es ist gesellschaftlicher Konsens, nicht alles zu tun, was sicherheitstechnisch machbar ist, wie Airbags für alle Autoinsassen und technische Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Autos. Sie alle wissen ungefähr, ohne dass ich auch nur einen Todesfall als hinnehmbar darstellen möchte, wie groß die Anzahl der Terrortoten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland war, insbesondere des islamistischen Terrors, der gerne zitiert wird als Gefahrenquelle für Deutschland. Die Sicherheitsbehörden haben sicher ihren Teil dazu beigetragen und dafür sind sie da und das ist gut so. Mir geht es hier aber nicht um einen qualitativen Vergleich von Todesraten, sondern um die Abwägung von Freiheit und Sicherheit, die wir regelmäßig machen, ja machen müssen, um die zu verdeutlichen. Wir stellen die persönliche Freiheit regelmäßig vor die Sicherheit. Weitere Beispiele sind der Alkoholkonsum und Tabakkonsum. Hier bevorzugen wir gesellschaftlich alle gemeinsam ganz eindeutig die Freiheit des Einzelnen vor dem Leben der Konsumenten. Ich halte es deswegen für total verfehlt, wegen Terroristen unser Rechtsverständnis, das heißt die Unschuldsvermutung, zugunsten einer Vorratsdatenspeicherung umzukrempeln und sehe dafür auch keine Rechtfertigung. Zumal die Nützlichkeit der gespeicherten Verbindungsdaten bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Ja, sogar einige Studien zeigen, dass die Aufklärungsquote selbst bei regulären Kriminalfällen nicht oder nur marginal steigt. Im Gegenteil dazu sind die gravierenden... Jetzt ist das Mikrofon aus. Rede ich halt so weiter. Im Gegenteil dazu... Lauter, danke. 1, 2, Test, okay. Ich hoffe, mich kann alle hören. Im Gegenteil dazu sind gravierende Gefahren durch zukünftigen Missbrauch der Daten, beispielsweise durch undemokratische Regierungen, die wir nie ganz ausschließen können, potenziell möglich. Deshalb fordere ich keine Vorratsdatenspeicherung oder Maßnahmen zur Überwachung des Internets. Freiheit ist das zentrale Grundrecht.